Eins meiner absolut favorite Games, Terraria, ist am Sonntag 10 Jahre alt geworden. Und dann dachte ich mir natürlich, ja, kann man das mal streamen. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil des Streams. Und rein geht's. Oh. Okay. Hoffen wir einfach mal, dass es eine tolle Welt ist. Zumindest sieht der Spawn relativ... Oh Gott. Relativ gut aus. Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde jetzt erstes auf jeden Fall mal so ein... Ja, keine Ahnung, so ein Standardhaus machen für diesen Typen hier. Bam. Easy, jetzt kann der Typ hier drin wohnen, oder? This housing is suitable. Perfekt, rein mit dir. Ich hoffe mal, dass links jetzt... Oh, ja, direkt ein großer, eine fucking Living Tree. Oh, Mann. Okay, vielleicht finden wir hier einen Gnom. Ich hätte gerne einen Gnom. Wobei, der Gnom, der zerstört mich wahrscheinlich instant. Da muss ich echt aufpassen. So, mein Junge. Okay, hier ist schon mal kein Gnome. Aber eine Höhle. Ah, okay, zum anderen Teil. Ah, da unten. Ah, da könnte es weitergehen, actually. Und ist hier ein Gnome? Okay, hier ist auch noch keiner. Ein Speer. Okay. Und anderer... anderer Schmutz. Oh, direkt eine Goldader. Holy. Oh, und ein Feuerstab. Oder wie diese Kacke heißt. Haben sie auch verbessert? Haben sie gebufft? Ich glaube, der ist relativ nice eigentlich jetzt. Kann man ja mal am Anfang nutzen. Und wieso war da oben gerade zugebaut? Ist hier drüben noch irgendwas Interessantes? Ah, das sind echte Spinnenweben, also nehme ich mir. Oh, da ist der Gnom. Wieso ist denn der eingesperrt? Wieso ist der da eingesperrt, hä? What the fuck? Wieso ist hier eigentlich so verbaut? I guess, das ist ein bisschen buggy. Nun, das hier so ein... Oh, der Finnstab. Geil, Minion. Und ich versuche irgendwie mal den Gnom rauszubekommen. Wie kriege ich den Gnom raus? So. So, Minion. Oh, nee, mein Finch will den killen. Stopp, stopp, stopp. Okay, komm hoch, Bro. Hä, wo willst du hin? Ehrenlos. Oh, er macht einfach 32 Schaden. Wie will ich den rausbekommen? Junge, geh doch weg. Jetzt! Okay. Muss erstmal gucken, ob sie oben. Okay, hier muss ich das vor allem erstmal aufbauen, bevor ich ihn rausholen will. So. Jetzt baue ich ihm einen Weg und verpiss mich so schnell wie möglich. Holy fuck. Ja, hat geklappt. Nein, 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 bitte. Du es mir nicht an. What the fuck? Ey, er geht aber hoch. Von alleine. Komm, bitte, geh raus. Bro, geh raus. Komm, lauf raus. Ein Schritt nur. Er will nicht. Er hat keinen Bock. Ich hätte dann gern den Händler-Typen da. Der mir da ein bisschen den Amboss gönnt. Oh mein Gott, sind da schon wieder nervige Kack-Zombies. Und die killen meinen Guide. Okay, oder ich gehe einfach hier rein. Einen Hocker, yeah. Stepstool. What are you doing, Stepstool? Oh, perfekt, Wüste, okay. Nice. Würde ich sagen, gönne ich mir da jetzt. Insofern kein Gegner kommt, der mich komplett hops nimmt. Ein paar Kakteen. Die sehen sehr schön aus irgendwie in dem TP. Okay. Das war eine sehr cool. Ah, ne, aber meines geht weiter. Ich dachte gerade, was ist das für eine fucking Wüste? Wie klein. Pyramide wäre auch nice. Vor allem, wenn ich die instant finden würde. Das wäre noch nicer. Ich möchte mich nicht beschweren. Halsmaul, da ist die Pyramide, aber sie ist einfach. In dem Wüsteneingang, oder? Das ist ja komplett weird. Verpiss dich! So. Ja, wir buddeln uns einfach von oben rein. Pisst euch, ihr Kackadler. Oh, Junge, nee. So, das wäre der Eingang rechts gewesen, ne? Ja. Ja, aber ich baue jetzt noch nicht zu. So. Es gibt drei verschiedene Loot-Möglichkeiten, die hier in dieser Kiste sein können. Eine ist komplett useless. Und zwei davon sind nice. Wir hoffen für das Beste. Den Teppich. Wir haben den Teppich. Der Teppich ist eins der geilsten. Ich würde sogar sagen, das Beste von beiden. Der Teppich ist einfach broken.
Er ist einfach broken. Ich bin einfach Aladdin. Ich bin einfach Aladdin und ich kann einfach fliegen. Sonst ist hier vielleicht noch ein Höhleneingang. Aber ich glaube, das war's dann auch. Oh, und ich höre Spinnen. Oh, macht Sinn, dass hier der... Ah, das sind keine Spinnen. Logischerweise ist es ja der Wüsten-Shit. Okay, wait, wie kriege ich diesen Kaktus weg? Verpiss dich. Oh. Wirklich, Kakteen, die one-hitten dich komplett weg. Ich glaube, die würden mich sogar actually one-hitten, wenn ich jetzt von einem gehittet werde. Wait, das ist ein Herzkristall? Ey, wie cool die aussieht. Oh Gott, Hilfe. Wie cool der Herzkristall aussieht. Weg mit dir. Oh, und ich höre einen Wurm. Bitte lass es kein Sandwurm sein. Okay, es ist kein Sandwurm. Nice. Lebenskristall. Schön. Gönnen wir uns. Okay, der Wurm ist auch jeden Moment tot. Wann kommt er? Wann kommt er? Da. Oh, da ist ein Sandwurm. Actually habe ich auf den gar keinen Bock. Er macht 84 Schaden, dieser. Und der hier macht 50 Schaden. Wir gehen einfach mal ganz gediegen hier weg. Mit unseren, wie viel Leben habe ich? Weiß ich nicht. Wir gehen einfach. Oh, bitte lass mich einfach weg. Ich habe auf meine Leben geguckt. Lass mich doch in Ruhe, du ekelhafter Wurm. Warum? Ey, da ist noch ein Lebenskristall. Ja, muss ich da doch nochmal hin. Da muss ich da doch nochmal hin. Oder übel. 3 Gold von 8 oder so. Das ist ein bisschen traurig. Und da kommt wieder der Wurm. Ist das der Wurm, der mich getötet hat? Ich weiß es nicht. Okay, actually haben die sehr viel... Oh mein Gott, er macht halt so viel Damage. Pff. Er droppt einfach... Ah, er droppt sogar die Fossile, diese... Die man hier rausbekommen kann. Flieg und sieg, mein Teppich im Junge. Okay, Dschungel. Dschungel auch sehr gefährlich im scheiß Master Mode. Das ist unfassbar viel Damage, hier manche Sachen machen. Ich meine, die machen auch so genug Damage, aber... Master Mode ist auch nochmal build different. Ah, ich möchte... Ich weiß nicht, ob ich Dschungel looten möchte. Einfach Blastrohr, aber einfach auch schlecht. Eigentlich möchte ich nicht unbedingt Dschungel looten. Oh, oder? Aua. Habe ich noch meinen Stab dabei? Nee. Na, das Blastrohr kann ich auch nicht wirklich usen. Nope, ich gehe raus. Ich möchte eigentlich nur entweder in das letzte Grasbiom. Ich möchte eigentlich... Weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich möchte. Ich möchte eigentlich nur exploren. Okay, dann ist das actually schon der Dschungeleingang, I guess. Ja, hier geht's nämlich nicht gescheit rein. Ja, okay, dann habe ich den Haupteingang schon gefunden. Das ist eigentlich nice. Oder ist hier, was ist hier? Ja, das sieht auch nochmal sehr danach aus. Je nachdem, wo halt die Sackgasse ist, da drüben oder hier. Komm, Swiftness Potion, wenn ich die nicht mitnehmen kann, wird's halt gesoffen. Und wir haben so ein Ding. Perfekt. Das hier ist auf jeden Fall sehr wichtig, ein Loon, da muss ich den jedenfalls nicht craften. Vielleicht mit dem Blast Raw und dem Bums hier. Oh, geil, Mann. Das Ding ist nice, dieser Maze. Ich habe zwar gerade keine mehr Fackeln, aber man kann das so einem Feuer Dings machen. Umcraften. Zum Feuerball. Flieg. Okay, Grasland. Gut. Man kann leicht... Ah, okay, hier ist schon das Verderben. Ich weiß auf jeden Fall, die Dinger machen auch noch sehr viel Schaden. Ich würde gerne den Pilz mitnehmen. Danke. Oh mein Gott, sehen die Typen viel hier eklig aus. Holy. Wie sehen die denn aus? Die sehen aber gar nicht mehr so aus wie... Da wollte ich nicht rein. Ey, for real. Ich mein's ernst, da wollte ich nicht rein. Ey! Och, nee, Mann. Jetzt... Oh. Nein, jetzt kommt ja der Nächste. Wie komme ich denn jetzt hier aus dieser scheiß Lage raus? Jetzt kommt er immer mehr. Verpisst euch. Mann. Muss ich jetzt echt hier runter? Wisst ihr was, wenn wir schon mal hier sind? Da werden jetzt eben zwei Schattenkugeln zerstört. Mit Recht. Einfach die geilen Scarabeus-Bomben usen. Dann gönnen wir uns eine. Muskete. Ich hätte gerne was anderes als eine Muskete. Nämlich... Keine Ahnung. Irgendwas Tolles. Den könnte ich eigentlich auch direkt hitten, oder? Wenn ich mich hier schräg hinstelle, so. Oi, was ein Shot, Alter.
so gezielt. So, geh du erstmal weg. Oh mein Gott. Schon wieder eine Muskete. Das ist natürlich. Das ist natürlich frech. So. Ja, dann gehe ich jetzt auch wieder hier raus. Komme ich überhaupt gescheit raus? Ich gehe jetzt. Ich gehe heim. Einfach nur, weil ich den Traveling Merchant belästigen will. Hallo. Geh jetzt mal nach links. Links sollte eigentlich relativ schnell vielleicht das verdorbene Biom kommen und dann vielleicht. Schnee. Moment, sieht es noch relativ ruhig aus. Aber ich glaube, da müsste relativ schnell dann das graue Ekelbiom sein. Und wieder ein Baum. Wieder ein Living Tree. Okay, Schneebiom actually. Okay, nice. Das heißt, wir haben schon mal, bevor das erste verdorbene Biom kommt, Wüste und Dschungel und Schnee. Das ist actually übel strong. Da habe ich kein Problem mit den verdorbenen Biomen später. Das ist sick. Es ist actually sehr sick. Schon wieder eine Schnürsenkelkappe. Ich fühle mich so verarscht. Ist da eine Kiste unten? Glaube nicht. Oder kommt jetzt vielleicht gleich ein verdorbenes Eisbiom und der Traveling Merchant hat keinen Bock mehr auf sein Leben. Gibt's hier keine gescheite Eishöhle? Hoffentlich kommt die. Ne, die kann ja auch gar nicht mehr kommen, wenn. Oh Mann, ich habe wieder gar keinen Bock nach Schlittschuhen zu suchen. Das ist so unehrenhaft. Wild. Und dann das verdorbene Biom. Okay. Wieso liegt hier Holz? Ist hier einfach ein Baum kaputt gegangen? Wegen World Generation. Ganz weird. Ha, easy. Okay, jetzt fliegen wir gediegen über die drüber. Oder auch nicht, weil die machen mir einfach abnormalen Damage. Holy, macht der Hits, Alter. Oh ne, sie kommen alle. Sie sind einfach schneller als ich. Sie sind einfach viel schneller als ich. So unehrenhaft. Oh, was ist das denn jetzt? Bitte lass mich doch einfach hoch. Jetzt hätte ich doch den Hocker gebraucht. Ein Hit, ich bin tot. Zwei Hits, ich bin tot, meine ich. Mann, lass mich doch einfach da ganz hoch. Hör auf, mich da wegzudrängen. Noch ein Burger. Das ist natürlich ein bisschen. Oh mein Gott, ja komm, gehe ich jetzt hier runter. Memo. Oh mein Gott, ja, Digga, hier geht's nicht weiter. Und ciao. Ich bin so raus hier. Ich habe keinen Bock zu sterben. Was ich aber machen könnte, ist ein bisschen Sand mir gönnen. So. Wo ist denn mein Sand? Mann, so schön viel Ordnung habe ich hier drin, das ist unfassbar. Da. Gehen wir mal zum Ofen hin. Machen gediegen Glas. So. Da machen wir ein bisschen Glas in die Wand, dass sie es ein bisschen schöner haben, die Prees. Yeah. Ich hätte nämlich gerne. Wieso baue ich das mit der Axt ab? Oh nein. Halt, stopp. So, ich hätte mich gerne graue Ziegel hier. Schöner Block. Dann gönne ich mir ein paar Wände. Jetzt wird hier schön der Ofen designt. Zack. Und jetzt hätte ich gerne einen Kamin. Ich hoffe mal, ich kann einfach so craften. Perfekt. Komplett nice. Yeah. Ich brauche so ein gescheites Dach, vielleicht. Ja, ein paar Blöcke fehlen mir jetzt noch für so ein Dach, aber. Ein halbes Dach haben wir ja schon mal, ne? Oh Mann.